Womöglich sprichst du die Wahrheit und etwas in dieser Art könnte sich tatsächlich ereignen. Only fools die fighting the gods. I have lived for eons. And I will live for eons longer. Nur Dummköpfe sterben im Kampf gegen die Götter. Ich lebe seit Äonen und will noch viele weitere Äonen leben. Ich fliege. Mit schweren Flügelschlägen hieft sie ihren Körper aus dem Magma und fliegt gen Himmel. Ja, Drachenfluch haben wir gekriegt. Falsch. Nein, nein, nein. Drachenfluch, genau. Beseitige zwei Drachenprobleme. Ja, das erste war wohl der Seedrache. Und ja. Oh. Aldris Klinge von Captain Säbel. Ist die nur für die Zweithand? Ach nee, da unten. Vergleichen. Ist nur außergewöhnlich. Die hier ist schon legendär, weil ich sie abgegradet habe. Derjenige, der die Waffe führt, gewinnt beim kritischen Treffer an Gesundheit. Sturmklinge. Versetzt dem Ziel beim kritischen Treffer 10 Schockschaden und plus 10 Schockschaden. Nö, aber Idee sammle ich trotzdem mal. Pirscher Umhang, Wahrnehmung und Heimlichkeit. Diplomatie überleben. Nehmt den einfach mal mit. Den könnte Maya dann tragen. Je näher du der schwach leuchtenden Essenz kommst, die über der verbannten Busseratun schwebt, desto stärker fühlst du die flackernde Verwirrung und den Kummer der Seele. Aschfahle, krumme Finger umklammern einen immer noch glühenden Reif und halten das Relikt noch im Tod fest umklammert. Nach der Seele greifen. Anstatt geradewegs in eine Vision der letzten Erinnerung der Ratun zu fallen, schreien ihre letzten Gedanken durch deinen Geist. Ein Durcheinander aus Wortfragmenten und Ungläubigkeit. I am burning, I am burning, I am burning. And it is not in pleasure, not for Mother Margaret. I should have listened when she said nothing. But I was willing to die to reach the Everflame, to sacrifice them and everything to ash, to vanquish the Defiler. And I am burning, but not in the flame. Not with honor and eternity, but for a moment. I am disgraced. Ich brenne, ich brenne, ich brenne nicht vor Freude, nicht für Mutter Margaret. Ich hätte hören sollen, als sie nichts gesagt hat, aber ich war willens zu sterben, um die ewige Flamme zu erreichen, sie und alles der Asche zu opfern, den Entweihenden zu vernichten. Und ich brenne, aber nicht in der Flamme, nicht mit Ehren und Ewigkeit, nur für einen Moment. Ich bin entehrt. Und ja, ich hab vergessen, ich brenne. I'm burning, I'm burning, wie oft sie das gesagt hat. Tiefer in ihrer letzten Erinnerung graben. The talk before the mother to fire the way. Who is left? Who will guard the sacred spire, the mother's mind? Who will descend the shrine to the defiler's god's face? Not these hands that are ashes sifting on a breath that is a last sigh of a wretchedly snuffed life. Not me and mine. Now she who was blackened and befouled and forsaken by the flames, forsaken by Margaron. Wer wird den Reif vor die Mutter legen, um den Weg zu befeuern? Wer ist übrig? Wer wird den heiligen Turm bewachen, den Geist der Mutter? Wer wird den Schrein zum Gesicht des entweihenden Gott hinablassen?
Nicht diese Hände, die Asche sind, davongetragen von einem Atemzug, der das letzte Seufzen eines elendiglich ausgelöschten Lebens ist. Nicht ich und meine Hände, nicht sie von den Flammen geschwärzt, beschmutzt und verlassen wurde, verlassen von Magran. Ja, den Reif aus der Hand der Priesterin entreißen. Dieser Reif des ewigen Feuers wurde von Magran geschmiedet und den Ratun als Symbol der Werfung und den Willen der Göttin vermacht. Bitakten ist ein ratanisches Wort, das ungefähr so viel wie ewige Flamme bedeutet. Du ziehst den Reif aus ihrer Hand und drückst dabei drei der geschwärzten sprühenden Finger der Priesterin ab. Mit einem letzten Flacker, einem letzten schnellen und gewaltsamen Schauen verblasst die Seele und löst sich auf. Ruhe jetzt, Priesterin, ich ernte deine Seele und auch deine Qualen. Sodi redet der Seele mit leiser und beruhigender Stimme zu und schwenkt ihre Laterne über den verbrannten Leichnam der Priesterin. Es ist nicht mehr viel übrig nach dem Trauma, das die Seele erlitten hat, aber ein paar funkelnde Körnchen wirbeln um das sanfte Licht, bevor sie in der Laterne verschwinden. Gibt's eigentlich irgendwen, den ich hier mitnehmen hätte können sollen? Nö. Gut. Dann haben wir das geschafft. Habe ich dafür irgendwas? Ich habe einen magischen Wendelring gefunden, auf dem das Symbol von Magran prangert. Ja. Mal gucken, ob mir jetzt der Armreif hilft. Ups. Also den Armreif kann ich nicht verziehen. Nur die beiden Gegenstände, oder? Ja. Weil die auch als solche Gegenstände ziehen. Schwarzholzstamm? Was hätte mir der eigentlich gebracht? Ich habe Quaro zweimal getötet. Auch gut. Wie hat sich das bei meiner Reputation ausgewirkt? Ich würde gern wissen, warum ich grausam geworden bin. Ich habe doch niemandem was getan. Außer vielleicht warten hier. So, das heißt wieder hier in die zerklüftete Festung. Mal sehen, ob wir es diesmal dank dem Reif schaffen, friedlich an den Ratun vorbeizukommen. Oder ob die alle immer noch pisst sind. Halle der Krieger. Also der da kniet immer noch hier rum. Scurriers in my keep. Make ready to be crushed. Vermin of Eophas. Ja, ihr den Reif zeigen. Sieh her, ich habe es von deiner Gefangenen Brentis. Du hast sie umgehauen und ihren Drachen. Mit einem Grollen, das tiefer aus ihrer Brust kommt, bringt die Kriegerin ihr Schwert in Position zum Zuschlag. Nein, es war der Drache, der sie getötet hat, nicht ich. Sie hält inne und die roten Zeichen auf ihrer Haut flackern, als sie dich grimmig mustert. Ein Muskel zuckt in ihrem Kiefer, aber schließlich steckt sie ihr Schwert wieder ein. Then the Bathor will decide your fate. He awaits at the back of the keep. Dann wird der Drottiger über dein Schicksal entscheiden. Er wartet im hinteren Teil des Wachturms. Ja. Muss er jetzt irgendwas gebracht haben? Tatsächlich, es sind alle friedlich. Ein Gestandener, der in der Lage ist, den Reif zu tragen. Ja, ich kann mich sogar hier wohl an euren Leichen bedienen. Naja, sollte ich vielleicht nicht unbedingt machen. Dieser im
Tod, feuerlose Körper des Kriegers wird auf zeremoniöse Art und Weise für die Einäschung vorbereitet. Ratum-Plünderer, Ratum-Fanatiker. Noch mehr verschlossene. Schlacke-Figur, zwei Magma-Schleim herbeibeschwören, okay. Supposing this volcano blows, what are the odds any of us but Gon survives it? Mal angenommen, dieser Vulkan würde ausbrechen. Wie wahrscheinlich wäre es, dass außer Gon jemand überleben würde? Wir sollten einen Zahn zulegen, meint Alof. Okay, Alof kriegt schon wieder Schiss. I can see the fury burning in her eyes. Erwartet im Feuer, also Xodi hat gerade was gesagt. Als der Kriegsherr dich erblickt, versteifen sich seine Schultern und greift nach dem Streitkolben auf seinem Rücken. Kith, how is it you have come to be here? Nay, it is of little matter. Gestandene hier, wie kann das sein? Nein, es spielt keine Rolle. Ich bin hier, um euch zu bekämpfen. Your words hold no weight, Kith. Rathun decide their own battles. Deine Worte haben kein Gewicht, Gestandener. Die Rathun entscheiden selbst darüber, wen sie bekämpfen. Seine Worte scheinen ohne Zögern von hinter seinem Helm hervor und doch schlägt er nicht zu. Mit erhobener Hand signalisiert er seinen Kriegern, dass sie warten sollen. Ich will keinen Streit mit dir, Barthor. Ich bin nur hier, um mit Eotas zu sprechen. Es gibt keinen Grund für uns zu kämpfen, wenn wir stattdessen einander helfen könnten. Wenn du mich nicht passieren lässt, werde ich dich töten. Ja, nehmen wir die zwei. Er reibt mit der Hand über die Vorderseite seines Helms. Anscheinend wägt er deine Worte gründlich ab. Ich gestehe dir dein Argument zu, für den Moment. Eotas verdient den Tod, kein Palaver. Der Entweihende hat den Krieg zum aschgrauen Rachen gebracht, als Rache an Makran und ihren Ratun. Der Kriegsherr betrachtet dich mit glühenden Augen, Feuerschweiß rinnt seinen Nacken hinab. Die Krieger um ihn herum schlagen ihre Waffen gegen ihre Brust auf den Boden. Sie dürsten nach Blut. Was ist deine Beziehung zu Eotas, wenn du dich nicht mit ihm gegen Magram verbünden willst? Berat möchte, dass ich bei dieser Sache mit Eotas eingreife. Der Bastard hat mich betrogen und ich werde ihn dafür bezahlen lassen. Mich könnte es nicht weniger kümmern, wenn Eotas jedem von euch das Licht ausbläst. Ich muss nur erfahren, was er im Todesfeuer vorhat. Meine Motive sind nur mir bekannt und das wird auch so bleiben. Eotas hat einen Teil meiner Seele gestohlen. Ich will sie zurück. Ich bin gekommen, um ihn über seine Absichten im Todesfeuer zu befragen. Ja, nehmen wir mal Berat. Einfache Gestandene sind seltener Gegner einer solchen mächtigen Gottheit. Wenn du nicht vorhast, den entweihenden Gott zu verteidigen, dann haben wir keinen Streit mit dir, Gestandener. Wir bereiten uns darauf vor, Eotas am Fuß des Rachens anzugreifen. Der Kriegsfürst deutet auf den Schrein von Magran hinter ihm. The shrine will lower us to the sacred Ardre Pillar. Where the embodied god now gluts himself. Der Schrein wird uns zur heiligen Adrasäule hinabrasen, wo der verkörperte Gott sich gerade mästet. Lass mich durch, ich werde Eotas sprechen und ihn davon überzeugen, diesen Ort zu verlassen. Even if I believed you, I cannot do such a thing. Auch wenn ich dir glauben würde, kann ich so etwas nicht tun. Er schüttelt den Kopf, seine Augen brennen wild entschlossen. Wir bewachen die heiligen Tiefen des Rachens. Deiner darf ungehindert eintreten. Und so liegt der Schrein schlafend da, verschlossen unter den Reif von Bithakten. Er schiebt seine Schultern stolz zurück. The Brynthis is the Torque's rightful bearer, but she has yet to return to the keep. Unsere Hohepriesterin, die Brynthis, ist die rechtmäßige Trägerin des Reifes, aber wir warten noch auf die Rückkehr zum Wachturm. Ich habe deine Brynthis gefunden, sie ist tot. As I feared, and as I felt. Her
Her flames have been extinguished. Da ist es so, wie ich befürchtet habe und wie ich es gefühlt habe. Ihre Flammen wurden ausgelöscht. I do not share the Brenthis' ability to commune with Margrin, but I must believe the goddess would will us to fight. Ich teile nicht die Fähigkeit der Brenthis mit Bagran zu kommunizieren, aber ich muss annehmen, dass die Göttin will, dass wir kämpfen. We must make a final stand.